Ja, was geht ab, Friends? Herzlich willkommen zu einem, ja, endlich zu einem neuen Vlog von mir, den sich so viele schon so lange gewünscht haben, ja. Nee, Abdel ist leider noch nicht an meiner Seite. Ihr habt euch ja vor allem mit Abdel einen Vlog gewünscht. Den werden wir aber in den nächsten Tagen treffen, ja, denn wir werden diesen Vlog über die ganze Woche verfilmen. Ja, wir haben jetzt nicht mehr viele Tage bis zum Sonntag. Wir haben, glaube ich, ja, wir haben heute Donnerstag. Aber wir werden jeden Tag ein bisschen vloggen. Und wo bin ich heute? Ich bin jetzt bei mir hier im Laden, ja, wie einige bereits mitbekommen haben, ja. Ich eröffne bald, inshallah, wieder einen neuen Laden. Und wir sind gerade dabei, den fertigzustellen, ja, Handwerker ist noch drüben an einem anderen Raum. Und ja, jeden Tag sind wir damit beschäftigt, ein bisschen zu machen. Ich zeige euch heute mal so ein bisschen, also ich würde euch allgemein über die ganze Woche mitnehmen. Und heute werde ich euch einfach so ein bisschen zeigen, wie weit sind wir. Ich werde euch aber noch nicht sagen, was wir machen werden, also was für einen Laden wir aufmachen werden. Ihr könnt selber mal raten, ja. Ich zeige euch einfach mal so ein bisschen, wir haben hier so eine kleine Ecke. Ja, diese Stühle und den Tisch haben wir jetzt provisorisch gemacht. Dieser Fernseher ist eigentlich für eine ganz andere Sache gedacht, ja. Wir haben hier... Ja, ein paar Tische. Was das ist, sage ich euch nicht. Die andere Ecke, jetzt da links, kann ich euch noch nicht zeigen. Da ist so viel Baustelle, ja. Was haben wir jetzt hier? Ich glaube, diesen Raum hatte ich auch nur in der Instagram-Story gezeigt gehabt, ja. Dieser Raum ist so der private Raum für uns zum Chillen gedacht. Wir machen auf jeden Fall, ihr könnt diesen Raum sehen, ja. Diese Ecke wird genutzt für unsere große Couch. Fernseher auf die Wand. Und hier, dann machen wir so eine kleine Küche. Das heißt, bei Bedarf, wenn man einer Hunger hat, dies und jenes, kann man ein bisschen frühstücken, kann man ein bisschen Essen machen, was auch immer. Küche darf nie fehlen. Ja, endlich ist auch unser zweiter Arbeiter gekommen. Ja, wir haben einen Gastarbeiter aus Valencia. Francesco. Oh, sehr, sehr wieder. Herzlich willkommen hier in diesem Unternehmen. Ich probiere gerade diese Matre von Matre Dreams. Wollen wir probieren noch einen Mundsnack? Mir ist aufgefallen, Sie machen mehr Pausen, als Sie arbeiten. Kann das sein? In meinem Leben habe ich viel gearbeitet. Ein bisschen Pause muss es sein, hin und her gehen, spazieren, muss man probieren. Friends, wir sind endlich zu Hause, ja. Wir haben, Gott weiß, keine Ahnung wie viel Uhr, Mitternacht oder so. Das ist meine alte Wand, ich zeige sie euch nochmal. Eine richtige... Wie hat das gemacht, sehr ehrlich? Eklig, Bruder. Es sieht auf jeden Fall Schrott aus, ne? Und wir haben jetzt was Neues da. Diese Dinger. Wir machen diese Wand neu. Ich werde sogar meine Wohnzimmerwand komplett neu machen. Ich zeig's euch mal. Ihr kennt ja alle hier, ne? Meine Wohnzimmerwand, so. Und ich habe hier halt über 4 Meter, ne? Und wir machen komplett hier Paneele, Marmor, dies, das. Das wird auf jeden Fall brutal. So, wir sind hier im Stream. Die Wand wurde abgekratzt. Noch links oben fehlt. So sieht die Wand aus. Auf jeden Fall, das ist die fertige Wand. Ich zeig's euch jetzt. Sieht geisteskrank aus. Wundert euch nicht. Wegen diesen Lichtern, ja, provisorisch hier hingestellt, ne. Ich überlege mir noch oben Spotlights zu machen, damit diese ganzen Akustik-Schaumstoffplatten beleuchtet werden. Aber ich sage euch ehrlich, das sieht geisteskrank aus, ne. Ich habe auf jeden Fall den Bre, ja, in die Bio markiert, ganz oben, Renovision. Wir machen auch noch mein Wohnzimmer komplett neu, ja. Die Fernseherwand, das werde ich dann im nächsten Video zeigen. Seid auf jeden Fall gespannt, wie es aussehen wird. Wenn ihr Interesse an sowas habt, checkt auf jeden Fall den Bre in den Link ab. Guten Morgen, guten Morgen. Also. Und der Otto, also, hey! Guten Guten buongiorno! Was machen wir heute? Ja, heute, was steht heute an? Also, Friends, was geht ab? Heute bekommen wir zwei Couches geliefert. Wir haben heute zwei Couch-Training zu verkaufen. Couches. Nein, wir bekommen zwei Sofas, Digga. Zwei Sofas am Ende für den Laden. Vorher gehen wir jetzt in die Kartons. Vorher gehen wir die ganzen Kartons vom Laden wegschmeißen, ja? Wie so ein Dingswagen fahre ich rum. Kennst du von früher diesen? Alle Arbeit geliebt. Kennst du diesen? Der Waschmaschine, alles. So, auf jeden Fall sehr wichtig für jeden Morgen. Rührei, Gewürzmix, ne? Immer schön auf Eye-Toppings. Ja. Kostet mich auf jeden Fall ein Vermögen. Ich weiß nicht, wie sowas 5 Euro kosten kann. Bitte senkt die Preise. Inflation ist ein bisschen zu viel. Brokkoli auch immer gut für Hähnchen mit Brokkoli, mit Nudeln, was auch immer. Gemixt mit Champignons, Zwiebeln. Wo sind diese Hähnchen, die du meinst? Wo ist das? Hängse? Aber Allah, diese? Jetzt bin ich mal gespannt, ob da Halal steht. Mhm. Wir sind von Halal Stiftung Warentest Sieger. Wir werden heute gucken. Halalinho! Halalinho! Oh, Simba! Sagen Sie es nicht. Sag ich! Sagen Sie es nicht! Sag ich! Sagen Sie es nicht! Sag ich! Krater! So, der ist raus. Der ist jetzt raus. Der ist raus, sowas lassen wir hier nicht dulden. Genau. Kennst du so Almans?
Faruk, wir sind zwar Freunde. Wir sind die besten Freunde, ich liebe dich über alles. Aber, kannst du bitte kurz weggehen? Nein, ich hab falsch gemacht. Ausländer so, Basana, wie, Radash. 1-9, 4-9, Basana, drüber für mich. So, mach mal. Wallah, ich hab einfach geklaut. Wallah, Billa, Leute, ich hab einfach gerade geklaut, ne? Wallah, ich dachte, wo du Wallah gesagt hast, sagst Wallah, Billa nicht. Nein, Wallah, ich hab außerdem geklaut, Wallah, ich hab's vergessen. Ich hab vergessen, dass du zahlen der Kasse. Hab ich nicht, ne? Wallah, Wallah, kein Bock jetzt reingehen, Alter, mein Gott, ja. Also, ich wusste nicht, dass Klauen so einfach ist bei Metro, ne? Macht's auf jeden Fall nicht nach. Klauen ist nicht gut, Leute. Ich geh zum Mann. Also, ach, ist aber nett von dir. So, ja, ist verboten bei uns in der Religion. Der so Kundenkarte, ach, ist jetzt draußen. Der so, komm, gebe ich dir meine. Kriegst sogar Personalrabatt. Ist aber nicht viel. Aber noch um 9 Cent bekommen, hätte ich auch verzichten können auf deinen 9 Cent Personal. Ich hab nicht mal 9, 8 Cent bekommen. Von 4,99 auf 4,91 Euro. Ole, was habt ihr für einen Personalrabattler? Was habt ihr für einen Chef, der wohnt? Wie kann er euch 8 Cent geben? Also, lass mal essen gehen. Hi und herzlich willkommen zu Javis Kochshow. Heute bereiten wir Ihnen ein 5-Sterne-Menü vor à la Cardinho. So, Friends, nein. Erstmal wieder Sekto. Ja, auf jeden Fall, heute machen wir ein sehr, sehr leckeres Gericht. Ja, wir haben hier unsere Zutaten. Als allererstes, warum ist hier Knoblauch? Ja, Knoblauch schäle ich mal vorher. Also, ne, ich hole das Ganze da raus, tue das ins warmes Wasser, damit man später die Schale leicht schälen kann. Danach kommen die Knoblauchstücke abgeschält, einfach in ein Glas, was ich zudrehe. Dann haben wir hier unsere Champignons, ne, schön geschält, die braunen. Eine Paprika. Wir haben hier von Metro Hähnchenschnitzel, also ne, hier die Stücke und Brokkoli. Ich bin mal gespannt, ob sich diese 25 Euro für das gelohnt hat. Mal gucken, Faruk, du hast es sehr gepusht. Zum Schluss natürlich auch ein bisschen Mayonnaise, eine Petersilie, klein schneiden oben drauf. Boah, ich liebe das, ne? Ja, Reis habe ich schon nebenbei gemacht, ist schon fertig, Digga, ne? Auf jeden Fall ein bisschen zu viel. Aber egal, schaffen wir. Jetzt haben wir hier drinne Knoblauchstücke, klein geschnitten, rote Zwiebel und Ingwer. Wir haben Ingwer klein gerieben. Ingwer kannst du auch echt zu alles mal reinmachen. Das heißt, wir starten hier erstmal die Motoren. So. Und dann gehen wir auf, ja, ungefähr 5. Brauchen wir erstmal Olivenöl. Also einfach mal so, upsala, einen kleinen Schubs. Ja, tu, ich schaut's auf. So, ja, ansonsten, ne, das Gericht ist klar, ne, Reis mit Hähnchen und halt, ja, ein bisschen Gemüse und so weiter. Ansonsten haben wir hier Paprikapulver, nein, da ist aber Chili-Pulver drin, Oregano, Basilikum, Pfeffer, das ist Paprikapulver. Ne, das meinte ich damit, wo ihr einfach den Knoblauch reintun könnt, ne. Wir haben hier Puten geschnetzeltes, ne, einfach so ein bisschen, ne, so Pulver für den Geschmack, vegan, sehr wichtig. Das ist unser Creme Frischili, wie die Schweizer sagen würden. Ja, Frischili, ja, hör mal, freilich, ja, hör mal, Frischili. Ne, bisschen Mozzarella, geriebener Käse habe ich noch oben zum Schluss drauf. Das war's, das ist also ganz easy, Step für Step, so was wir hier machen, werden wir euch auf jeden Fall einführen. Oh, man muss mich nervös, Alter, furchte ich mein Fingerchen. Zwiebeln, Knoblauch, Garnelen sage ich schon, Ingwer. Bist du langsam ready? Wir haben jetzt hier extra in dieser Pfanne die Champignons reingelegt. Warum? Weil Champignons enthalten sehr, sehr viel Wasser, ne? Ich möchte, dass sie erstmal hier anbraten, das Wasser soll verdunsten. Ich will das nicht mit dem Hauptgericht vermischen, weil das bockt gar nicht. Wenn du hier dieses Wasser von den Champignons hast, ne? Kann man machen, aber ich finde es besser, wenn man das so einzeln anbrät. Ansonsten nehmen wir jetzt das Ganze hier, ja? Und das wird einfach mal komplett hier rein geballert, zerdeppert. Das zieht sich ja sowieso noch alles ein, ne? So, nebenbei gibt es auch natürlich Essen für die Katzen, ja. Wir haben hier Real Nature Wilderness, ja. Bestes Nassfutter. Wenn ihr eine Mahlzeit bekommt, das sind 100 Gramm. Pro Portion kommt ungefähr jeder dann. Ist da ein bisschen Maidonus bei mir drauf gekommen? Egal, soll er mitessen. Die bekommen ungefähr immer so ihre 25 Gramm. Damit das Futter nicht so trocken ist, ja, das gebe ich auch immer auf ja, eine 100 Gramm Dose verteilt. Das sind auch 135 Milliliter. Ne? Die Hälfte zum Beispiel jetzt. Da war halt nur noch eine Hälfte drin und die andere Hälfte dann bei der anderen Portion sozusagen. Das heißt sozusagen einmal 100 Gramm davon und einmal 135 Milliliter davon, ne, geht am Tag auf jeden Fall weg. Also davon insgesamt 2-3 Portionen am Tag, locker. Ich glaube 200 Gramm ist jede Katze so am Tag. So, und das Ganze wird vermischt, weil das Ding ist, meine Katzen, so wie auch viele andere Katzen, die nehmen ja kaum Wasser zu sich. Trockenfutter habe ich auch abgeschafft, gebe ich nicht mehr. Die haben sich davon immer übergeben. Und bei Nassfutter ist das Ding, die mögen halt immer viel mit Soße. Und das ist sehr, sehr gutes Nassfutter. Aber mit kaum Soße, ne?
Das ist alles jetzt weich, gekocht, ja. Jetzt passiert Folgendes, Leute. Erhöhen die Hitze. Unsere Champignons fügen wir hinzu. Wir haben jetzt unsere Soße, sag ich mal, hier mit Wasser vermengt, ja, unser Pulver. Das geben wir hinzu und lassen wir jetzt erstmal köcheln. So, wenn wir das hätten, kommt danach, wenige Minuten später, unsere Frischchili. Bei Bedarf kann man auch immer wieder ein bisschen mehr Wasser reinmachen, Leute. Ergänzen wir noch ein bisschen Wasser und das Ganze lassen wir dann nochmal köcheln. Okay, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen geriebene Mozzarella-Käse. Muss man nicht drauf machen, kann man bei Bedarf drauf machen. Das mache ich immer zum Schluss auf solche Nudelgerichte, Hähnchengerichte, was auch immer. Also bei mir darf sowas nicht fehlen. Haben wir auf Stufe 2 jetzt das Ganze gelassen. Und dann einfach noch mal so ein bisschen mit der Hitze. Ne? Petersilie darf natürlich jetzt auch nicht verbrennen, darf nicht absterben. Sehr wichtig, wenn ihr Reis macht, immer einen Schuss von Zitrone drauf geben. Auch sehr, sehr brutal. Aber jetzt brauchen wir viel an Soße, Bruder. Okay, hätten wir den ersten Teller schon mal. So, Heide, Bismillah. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ja, ich bitte Sie einmal zu probieren. Wallah, Bildern, ja. Sag 1 von 10, nein, ehrlich. Wallah, Bildern, ich schwöre auf alles. Warte. 9,5. Ich bin einer, der ist noch richtig scharf. Da muss richtig scharf sein. Ja, Bruder, kann man das ist aber mein eigener Dings. Genau, ich nehme immer von hier und tue noch mal so richtig rein. Ne? Wir halten fest, 9,5 von 10, ein bisschen mehr scharf, 10 von 10. Ja. Wallah, ich finde auch brutal. Wir essen jetzt und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen auf einen neuen Tag, Leute. Ciao, ciao. Frag gar nicht, was für ein Film das war. Nach einer Stunde gefühlt, ja, wir haben jetzt den Parkplatz gefunden. Also, wir sind Ach und Krach hier reingefahren mit der Taktik, ey, wir sind Kameramann. Wir haben Dings Ticket vergessen. ja, jetzt versuchen wir reinzukommen. Die Schlange ist riesig, aber irgendwie schaffen wir das schon. Ich hab gleich einen Kampf. Wann kämpfst du? 15 Minuten, ich muss mich jetzt schon warm machen. Kämpfst du so? Ja. Okay, Friend, wir sind jetzt hier unten vor der Kabine, ja. Wir filmen ja ein bisschen die Geschehnisse, wir haben Christian hier drin, Kerim, wir machen sich alle warm. Das ist eine angespannte Stimmung. Sehr, sehr wichtig, Leute, dass wir überall durchkommen, ja. Presse. Sieht aus wie bei Dings, Istanbul.
Ja, mein Lieber, sieht sehr lecker aus. Wir essen was, dann nach Hause. Das war's mit dem Vlog. Das ist der kleinere Bruder von Kerim. War ein geiler Abend, oder? Ja, sehr, sehr, sehr geil. In dem Sinne, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wir sehen uns. Pass auf euch auf. Ciao, ciao.